ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe heute eine so, so tolle, exciting News für euch. Ich habe eine ganz, ganz tolle Kooperation mit dem lieben Team von Lotte London und möchte euch definitiv ein komplettes Make-up, was ihr hier seht, zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe sehr, sehr tolle Produkte von Lotte London selber zugesendet bekommen. Die liebe Frau Annalena Luft hat mir von einer PR-Firma eine ganze Kiste voll Produkte zugesendet. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Vielen, vielen Dank. Ihr werdet jetzt in dem folgenden Review sehen, welche Produkte ich getestet habe. Ich habe Highlighter, ich habe eine Foundation, ich habe Lippenprodukte, ich habe vor allen Dingen einen tollen Primer. Dann habe ich einen sehr, sehr lustigen Eyeliner bekommen. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Sachen in meinem Gesicht performt haben und praktisch, wie ich zu diesem Look bekommen habe und was meine ehrliche Meinung dazu ist, dann schaltet auf jeden Fall weiterhin ein und guckt euch das Video fertig. So, um euch die Möglichkeit zu geben, möglichst viel praktisch von den Resultaten in meinem Gesicht zu sehen, komme ich sehr, sehr nah ran. Ich habe gerade tatsächlich frisch geduscht, weil es einfach so, so warm schon wieder ist. Ich habe wirklich, wirklich viele Sachen von Lotte London zugesendet bekommen, beziehungsweise von dieser PR-Firma. Und ich bin super, super dankbar. Ich habe eine ganz, ganz tolle Karte bekommen von Lotte London. Liebe Jennifer, ganz viel Spaß beim Testen der Lotte London Produkte. Gerne kannst du unseren Kanal lottelondon.de verlinken. Das könnt ihr natürlich unten tun. Wenn ihr auf Instagram seid und mal ein Lotte London Produkt, verlinkt sie gerne. Ich denke, die werden euch auch super gerne antworten. Ich habe dir außerdem noch ein paar Ciate Highlights eingepackt. Da habe ich noch ein Highlighter-Stick, zwei Glitter-Flips und einen Wonder Wand von Ciate bekommen. Das ist eine Mascara. Aber wir wollen uns jetzt heute mal auf die Produkte beschränken von Lotte London. Ich fange jetzt mal wie immer mit den Augenbrauen an. Und da habe ich einen Augenbrauen bekommen. Und zwar Arch Rival Brow Artist. Das ist dieser Augenbrauenstift. Und zwar ist das mit einer Seite mit einer Spoolie. Ich mag diese Stifte unheimlich gern, also ich habe davon diversen Marken. Ich habe hier mit so einer spitzen Brush. Ich werde mal testen, ob die Farbe geht, weil ich denke, das wird ein bisschen zu hell sein. Aber so zum Auffüllen, ich trage ja manchmal wirklich etwas stärkere Augenbrauen, manchmal einfach ein bisschen schwächere. Die Farbe ist etwas zu hell, wie ihr seht. Ich werde die auch noch ein bisschen nachdunkeln mit einer Pomade oder sowas. Aber das ist jetzt einfach ein ganz normaler Stift, den ihr praktisch, ihr müsst nicht so viel rausdrehen, sonst bricht er euch ab. Und das reicht eigentlich, um aufzufüllen. Ihr könnt auch zum Beispiel mit dem Augenbrauenstift wirklich Härchenzeichnung machen. Ich bräuchte den jetzt in wesentlich dunkler, aber wir gucken jetzt einfach mal, wie dunkel ich es hinbekomme. Ich denke, das würde funktionieren. Das ist jetzt eher so eine Farbe für eine sehr natürliche Augenbraue. Und der Spoolie, den könnt ihr praktisch nehmen, um es praktisch in die richtige Richtung zu bürsten. Ich habe jetzt kein Augenbrauengel, dann nehme ich jetzt einfach das von Essence, das Make Me Brow. Das benutze ich jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 5, 6 Jahre am Stück. Und das habe ich damals als Make-up-Anfängerin schon gemacht. Und das setzt eure Augenbrauen einfach so ein bisschen in Szene, setzt sie in into place und habt einfach nicht so ein großes Theater damit. Ich habe jetzt einfach mein Augenlid mit einem Colourpop Concealer, dem No Filter Concealer, einfach ein bisschen grundiert, es mit dem Beauty Blender eingearbeitet und darüber ein Setting Puder gegeben, und zwar das Brighten Up Puder von Essence, weil ich habe leider kein Puder bekommen. Daher arbeiten wir jetzt mal mit der Lidschattenpalette. Ich habe die Lidschattenpalette Shadow Swatch The Rusts bekommen. Diese kommt mit einem Pinselchen. Ich mag diese Seite jetzt nicht ganz so gerne. Die benutze ich immer so, um Pigmente, Glitzer aufzutragen. Wo habe ich denn jetzt meinen Sponge runtergeschmissen? Da ist irgendwo mein Sponge runtergeschmissen. Und dieses ist hier so eine flache. Das benutze ich oft. Also das seht ihr ja, diese Brush. Die ist qualitativ gar nicht so schlecht. Aber ich nehme die zum Beispiel immer, um die auszucarven. Und ich zeige euch jetzt mal die Palette. Die Palette sieht folgendermaßen aus. Sie erinnert mich sehr an so ein bisschen die Naked Heat Palette von Urban Decay. Muss aber sagen, dass ich jetzt schon eine Weile die nicht mehr benutzt habe. Ich kann mich also gar nicht so stark an die Farben erinnern. Wir fangen jetzt mal an mit dem der Crease Color. Leider stehen da doch Namen stehen drauf. Das ist die vierte Farbe, das ist die Name Mia. Und zwar geht ihr hier in den Ton rein. Ich weiß nicht, wie ich die... Ich mag diese Pens irgendwie nicht. Ich mag das immer, wenn sie so eckiger sind, quadratisch. Aber das ist total eine Personal Preference. Also wenn ihr wirklich sagt,
Ich mag diese. Das Problem ist halt immer ein bisschen, ihr bekommt immer von dem Shadow ein bisschen hier rüber. Das müsst ihr halt ein bisschen wegpusten. Ich habe hier einen Wet n Wild Brush. Die habe ich mir bestellt und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Die Crease Brush ist sehr, 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 sehr leicht, aber trotzdem pigmentiert. Wir bauen jetzt einfach mal auf. Ich habe jetzt eine Weile, ich habe jetzt schon so eine Minute ein bisschen die Crease Brush auf. Es ist ganz leicht, aber ich denke, dass ich dann ein bisschen in den krasseren Ton reingehen werde. Ich werde jetzt gleich in diesen Ton gehen und zwar ist es die Farbe Jenny. Ist ja witzig. Ey, Lotti London! Ihr habt einen Lidschatten in meiner Farbe. Also, die Lidschatten sind leichter pigmentiert, wie ich jetzt angenommen habe. Also auf der Brush seht ihr relativ viel. Ich habe den Concealer nur ganz leicht gesettet, aber das mache ich eigentlich immer. Das ist eher so eine Palette für einen sehr, sehr soften Look. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Schimmertöne performen. Bin ich mal gespannt. Dann gehe ich weiterhin in Jenny und mache noch die andere Seite. Und die mache ich jetzt geschwind fertig und dann komme ich gleich wieder. Ich habe jetzt meinen Finger angefeuchtet und gehe jetzt in eines der Farben hier rein, um praktisch mein Lid etwas zum Schimmern zu bringen. Und zwar gehe ich dann die dritte Farbe in die Farbe April und gebe diese, wow, gebe diese auf mein Lid. Also das, was die Matten nicht ganz an Wumms haben, haben dafür die Schimmernden. Das meine ich halt. Ihr könnt nicht immer sagen, die Paletten sind schlecht oder so. Das müsst ihr nach und nach einfach mal austesten. Also ich finde den Schimmernden wunderschön. Also das ist richtig, richtig schön. Die krümeln halt ein bisschen. Es ist keine High-End-Palette. Auch die krümeln und die kosten dann 50 Euro. Da werdet ihr noch viel mehr sauer sein. Aber ich finde die Palette einfach sehr soft. Ich finde sie auch zum Beispiel für Menschen total gut geeignet, die einfach nicht so auf den mega, mega starken Look stehen. Und ich finde das jetzt praktisch total, total, total hübsch. So, ich gehe jetzt praktisch in den Stamp Liner. Der Stamp Liner ist was total Interessantes. Das ist das nächste Produkt. Und zwar, der Stamp Liner kommt auf der einen Seite mit so einer Filzstiftspitze und auf der anderen Seite habt ihr eine Art Winghilfe. Seht ihr das? Also, das ist praktisch so ein Stempel, den ihr aufdrücken könnt, um praktisch an den Außenkanten einen Wing etwas leichter zeichnen zu können. Ich probiere es jetzt mal. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe das auch noch nie gehabt. Das finde ich zum Beispiel wieder richtig geil. Ich mag solche Marken, die mega innovativ sind, wirklich nicht mega langweilig sind oder so und wirklich auch so ein bisschen darauf achten, dass es halt mal andere Produkte gibt oder so. Jetzt probieren wir das mal. Okay, ich setze jetzt mal das Ding hier außen an und stempel mal. Seht ihr das? Also ihr könnt praktisch euch so ein bisschen so eine Art Wing vorzeichnen. Also das finde ich auf jeden Fall mega interessant, muss ich sagen. Oh, mir ist ein Stiftchen runtergefallen. So. Das da würde ich jetzt ein bisschen trocknen lassen, weil ich glaube, ich hätte ein bisschen Angst, dass das irgendwie austrocknet. Und das lasse ich jetzt erstmal trocknen, dann komme ich sofort wieder. So, ich nehme euch mal so nah ran, wie es geht. Also ihr seht ja praktisch, dass ich praktisch an den Außenkanten jetzt so einen Wing habe. Ich finde das mega witzig, Leute. Also ich finde diese, weiß ich nicht, also so für, ich sag mal, für mich extra Blöde, die manchmal, also ich nicht immer einen Wing ziehe. Sehr wichtig mir ist bei einem Eyeliner nur, dass der wirklich mega schwarz ist. Also ich finde das Handling eigentlich sehr leicht. Ich bin echt keine Wing-Expertin, Leute, das kann ich euch gleich sagen, weil ich mache mir nicht so häufig ein. Und wenn, arbeite ich oft mit anderen Punkten. Aber seht mal, das sieht ganz gut aus. Also ich muss sagen, das ist jetzt für jemanden, der. Und die Leute, die jetzt meinen Kanal sehr häufig gucken, sehen, wissen, dass ich jetzt nicht so die Hardcore-Wing-Trägerin bin. Ihr könnt halt wirklich mit der feinen Spitze sehr, sehr nah am Wimpernkranz entlangfahren. Das seht ihr ja, guckt mal. Ihr fahrt praktisch ganz, ganz nah am Wimpernrand. Was ich auch sehr gut finde an dem Stift ist, wenn ihr zum Beispiel Lashes tragt, zum Beispiel, dann könnt ihr definitiv euren Wimpernkranz, seht ihr das? Ich habe jetzt zum Beispiel mal ein bisschen getupft, ja? Dann zieht ihr das ein bisschen lang und setzt ihn zu Ende. Also ich finde, das hat jetzt sehr gut funktioniert. Also der Stempel, wenn ihr den richtig ansetzt, Leute, ist das eine echte Hilfe. Also ich muss jetzt gerade sagen,
Ich bin gerade hardcore geflasht. Ich finde das gerade richtig geil. Also, ich finde gerade total interessant, dass ich praktisch einen Wing ziehen kann. Ich zeige es euch mal ganz nah. Der ist jetzt nicht perfekt, Leute, aber ihr habt wirklich eine tolle Hilfe damit. Also, ihr habt wirklich einen Stift, den ihr wirklich ansetzen könnt. Mit dem Stempelkissen, wie ihr seht, ihr habt wirklich einen mega schwarzen Eyeliner. Das liebe ich ja unnormal. Ich bin eigentlich nicht so der große Fan von diesen Filzstift-Eyelinern, weil ich immer das Gefühl habe, dass sie sehr, sehr schnell austrocknen. Aber das Produkt ist richtig geil. Ich bin jetzt trotzdem mega begeistert von diesem Produkt, weil ich seht mal, also ich habe wirklich einen sehr präzisen und schönen Wing hinbekommen. Er ist nicht zu dick und nicht zu fett und ungerade geworden. Ihr könnt sehr, sehr präzise damit arbeiten. Also mir gefällt das jetzt richtig gut. Dann habe ich hier noch eine Mascara. Und zwar die Lotti London Lash Gold Ultra Voluminous Mascara. Ich weiß nicht, warum das blau ist. Das ist auf jeden Fall black, aber es ist jetzt nicht waterproof oder so. Also hier steht jetzt nicht waterproof oder so. Es sind 6 Milliliter Produkt dran und dieses Bürstchen ist total interessant. Und schaut mal, dieses Bürstchen hat so einen übelsten Schwung und ich hoffe, diesen Schwung überträgt es auf meine. Ich habe leider die schlimmsten Wimpern überhaupt. Also liebes Lotti London Team und liebe Abonnenten, ich habe wirklich keine Ahnung, warum das so ist. Auf jeden Fall ist das richtig furchtbar. Also teilweise, wenn ich einen Wing trage, muss ich euch ehrlich sagen, mache ich gar keine Mascara drauf, weil es bei mir einfach mal null Effekt hat. Seht ihr meine Wimpern? Also sie haben sie wirklich schön getrennt. Die haben halt aus dem, was ich da habe, ganz gut was rausgezogen. Mascaras dürfen natürlich nicht zu feucht sein, die finde ich jetzt nicht. Also ich zeige euch mal die Wimpern so, wie sie sind. Also ihr seht sie ja von der Seite. Ich habe wirklich super schlechte Wimpern. Ich bin ein wirklich schlechtes Beispiel dafür, sich daran zu orientieren, ob die Wimperntusche was taugt oder nicht. Aber was ich definitiv mit euch machen kann, ist jetzt meine Base machen. Ich finde das Augen-Make-up eigentlich sehr schön. Also es ist halt sehr schlicht, sehr, sehr fein. Aber ihr seht trotzdem die ganzen Decreases schön. Und wir arbeiten jetzt mal Primer und Foundation ein. Als Primer habe ich den Before Anything Else Illuminating Primer gekriegt. Und das ist absolut gerade mein Ding. Also der Illuminating Primer. Ich liebe das, wenn die Primer sehr sauber in so einer Tube kommen. Ich trage schon relativ viel Primer auf. Das ist ein rosa Primer. Meines Erachtens hat er dann auch so ein Color Correcting Ding. Riecht ein bisschen nach Wandfarbe, aber das riechen leider Gottes voll viele Primer. Primer arbeite ich praktisch speziell gerade in meiner T-Zone auf. Ich finde jetzt auch zum Beispiel meine Augenbrauen sehen jetzt eigentlich ganz gut aus, obwohl die Farbe jetzt nicht ganz dunkel ist. Sieht sie halt mega natürlich aus. Der Geruch ist jetzt nicht unbedingt my cup of tea, also er ist ein bisschen fescht, bisschen, wie heißt das, bisschen streng. Aber da schauen wir jetzt mal drüber hinweg. Wenn er wirklich seinen Nutzen hat, soll es ja recht sein. Das arbeiten wir mal ganz schön ein und dann komme ich jetzt sofort wieder. Ich habe jetzt zwei Foundations. Voll, voll cool, dass die liebe Anna, Frau Luft sozusagen, von Lotti London, die mir die Sachen zugeschickt hat, mir die Medium Coverage Matte Foundation in den Farben Beige und Golden. Ich habe die beiden Sachen schon geswatcht und ich weiß, dass die Farbe Golden, also die Farbe Beige, die ist wirklich sehr hell. Also die könnt ihr sehen, die ist wirklich ein bisschen zu hell für mich. Die Farbe Golden hat einen stärkeren Bronze-Unterstich und ist auch ein bisschen gelblicher. Also damit kann ich besser arbeiten, der hier. Und das werden wir jetzt mal auftragen. Ich habe jetzt einen ganz normalen Beauty Blender nass gemacht. Und wir tragen das mal, wenn der Beauty Blender mal anwesend wäre, auf mein Gesicht. So, total peinlich, mir ist der Beauty Blender runtergefallen und dann hat meine Katze sich den gepackt und ciao. Das ist das Leben einer Katzenmama, da kann man leider nichts machen. peinlich. Und ich nehme jetzt mal die Farbe Golden. Diese hat 28 Milliliter, das ist praktisch 2 Milliliter weniger wie sonst. Ich bin relativ full coverage, das heißt, die Konsistenz ist eher so dick, ja. Aber die Farbe ist ziemlich gut. Es wird natürlich auf der Kamera immer ganz, ganz anders aussehen wie in echt. Ich habe halt ein Setting-Puder nicht und einen Bronzer, das trage ich dann praktisch off-camera auf. Aber auch das ist ganz gut.
Es soll eine Medium Coverage Foundation sein. Ich finde aber, dass sie wirklich gut abdeckt, wenn ihr das so seht, ja. Full Coverage, Leute, ist halt so eine Sache. Alles, was sehr, sehr Full Coverage ist, bedeutet eigentlich für euch auch, dass es wahnsinnig cakey aussehen kann, dass es halt nicht immer schön aussieht auf der Haut, ja. Und ich habe jetzt hier so einen ganz frischen Real Techniques Schwamm. Beauty Supplies, praktisch wie Schwämme, Pinsel, habe ich jetzt von Lotte London jetzt noch nicht gesehen. Genauso wenig wie, also Setting Puder habe ich jetzt nicht bekommen. Und bei uns der nächste Rossmann, der ist jetzt praktisch, ich glaube, ein paar Kilometer weg. Aber da war auch kein Setting Puder mehr zu finden. Deswegen muss ich leider mit dem arbeiten, was ich noch daheim habe, an Setting Pudern, die von anderen Marken halt sind. Und ich arbeite jetzt einfach die Foundation jetzt mal ein. Das mache ich jetzt, bis ich die passende Coverage gefunden habe, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Foundation mal eingearbeitet. Das dauert halt ein bisschen, deswegen nehme ich euch immer aus der Kamera mit raus. Also ich arbeite dann praktisch, also ich sitze eigentlich nur die ganze Zeit so da und blende das praktisch in meine Haut. Ich finde, dass meine Haut sehr gut aussieht. Also ich habe ein wirklich sehr tolles Ergebnis. Ich habe jetzt mir einfach das Bananenpuder von Essence genommen und puder das jetzt so ein bisschen ab, weil bis jetzt ist es noch sehr dewy. Also das trocknet ja jetzt auch ein bisschen runter. Aber die Coverage empfinde ich als vollkommen ausreichend, weil ihr braucht jetzt nicht full Coverage, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel mich auch entschlossen, keinen Concealer zu nehmen, weil ich einfach finde, also ich habe jetzt hier so einen sehr natürlichen Look und da fange ich jetzt nicht an, voll auf hier hochzuschichten oder so des Todes. Deswegen mache ich jetzt einfach schön Puder übers Gesicht. Das Bananenpuder von Essence hat halt auch noch so einen richtig tollen aufhellenden Effekt, dass es praktisch wirklich schön mattierend aussieht und gepflegt. Und ich trage jetzt mal noch ein bisschen was unter die Lower Lash Line. Ich trage jetzt noch ein bisschen andere Farbe auf, weil ich möchte natürlich, dass es ein ebenmäßiges Bild ergibt. Ich gehe jetzt einfach in die Brush, in die Farbe Jenny und arbeite praktisch die Farbe immer in die Lower Lash Line. Die Palette, wie gesagt, ist jetzt nicht die stärkpigmentierteste. Ich muss aber sagen, dass den Look, wenn ihr ein bisschen Geduld habt, wirklich anständig aussieht, ja, und sich sehen lassen kann. Also es gibt übertrieben schlechte Paletten, die viel, viel mehr kosten. Auch im High-End-Bereich, das könnt ihr mir glauben. Ich teste da leider viel, viel durch und ich bin da manchmal schon arg, arg enttäuscht, weil ich einfach denke, für das Geld, was ich da ausgegeben habe, schon eine ziemliche Frechheit. So, das war's jetzt auch schon der Lower Lash Line. Ich mag das immer so ein bisschen dunkler. Ich trage jetzt mir noch ein bisschen Bronzer auf und dann geht's praktisch zu den Complexion-Sachen wie Rouge und Highlighter. So, ich habe jetzt praktisch mein Gesicht ein bisschen aufgewärmt und zwar mit dem Essence Matte Bronzing Powder in der Farbe Sunny. Ich mag den sehr, sehr gerne, weil er einfach so, so günstig ist und wirklich einen echt guten Job macht. Ich trage mir jetzt erstmal ein bisschen die Make-up von der Lippe. Ich mag das irgendwie nicht, weil ich habe das Gefühl, dass die Lippen dann unnormal trocken sind. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Blush an die Bäckchen. Und zwar würde ich sehr, sehr gerne euch mal dieses Blush Crush vorstellen. Ich finde, diese Farbe ist so perfekt ausgesucht, meine Liebe. Das ist die Farbe Zayn. Ich glaube, ist das vielleicht nach Zayn Malik, dieser Typ da von One Directions oder Gigi Hadids Lover, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es die Farbe Zayn. Das ist ein wunderschöner Rosenholzton. Ich finde, dieses Packaging erinnert mich also irgendwie so, wenn ich so auf nah so irgendwie dran denke, irgendwie total an Too Faced oder so, weil es einfach so, so hübsch ist. Ich gehe jetzt praktisch mit so einer Mermaid Brush, die ich übrigens total gerne mag, die gab es mal bei DM, gehe ich in den Rouge rein und klopfe das mir mal ein bisschen ab, weil you never know, wie ein Rouge pigmentiert ist. Das ist eine mega schöne Farbe, Leute. Also, ich mag diese kräftigeren Blushes sehr, klopft die halt ab, weil ich finde, also bei Rouge kann man nicht viel falsch machen, aber man kann sich die falsche Farbe aussuchen. Und ich finde halt, so ein Rosenholz wärmt immer unnormal das Gesicht auf und da habt ihr praktisch noch so richtigen Healthy-Effekt, ja. Ich tappe das meistens. Ich gebe mir auch immer noch ein bisschen hier oben hin, weil ich finde, das immer sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich hier auf dem Bäckchen was Rosanes habe und da oben nicht noch ein bisschen mit aufwärme.
Der Rouge sieht sehr, sehr schön aus. Ich mag auch das Compact. Ich finde auch für Reisen ist das sehr, sehr gut, weil ihr praktisch so ein kleines verpacktes Teil habt. Und jetzt kommt etwas, wo ich immer mega excited bin. Und zwar, das ist der Highlighter-Squad. Und ich habe das mal geswatcht. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Leute, ich habe noch seltenst solche krassen Highlighter in der Drogerie gesehen. Ich finde sowieso, die Drogerie macht mittlerweile echt einen sehr, sehr guten Job. Lotte London findet ihr ja im Rossmann in so einem extra Pappaufsteller. Ich habe in meinem kleinen Rossmann leider keinen. Ich muss dafür echt nach Feuerbach rüberfahren. Der hat Lotte London, aber hat jetzt praktisch diese Produkte, die mir zugesendet wurden. Ich kann eigentlich immer noch nicht glauben, dass mir eine Firma ein volles Gesicht voll mit Produkten schenkt. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Nochmal vielen, vielen Dank, liebe Frau Luft, dass Sie so sehr an mich geglaubt haben, dass Sie mir Sachen zugeschickt haben. Und ich habe jetzt hier die Farbe The Good Girl, The Flirt, Troublemaker und Queen Bee. Und ich gehe jetzt mal in Queen Bee auf eine saubere Morphe Brush und trage mir mal den Highlighter auf. Oh Lord Jesus, seht ihr das? Also, Highlighter, wow, richtig hart. Also, Highlighter, seht ihr das? Also, das ist wirklich, puh. Also, ich liebe Highlighter. Ich bin leider auch nicht diejenige, die wenig davon benutzt. Also, da müsst ihr leider den Kanal wechseln, weil ich liebe Highlighter. Ich trage jetzt auch noch ein bisschen von dem Highlighter oben in die Augenbrauenbogen auf. Seht ihr das? Die Highlighter sind jetzt auch nicht übermäßig pudrig oder so. Ich finde das Quad auch sehr, sehr hübsch. Es ist halt klein. Ich finde auch die Verpackung goldig. Also es ist wirklich eine tolle Verpackung. Und ihr könnt halt, ein kleiner Trick von Queen Jenny. ihr nehmt einfach ein Setting Spray und geht jetzt praktisch über das Gesicht und tragt dann auf die nasse Grundlage nochmal eine Schicht Highlighter. Ich mache das halt voll oft. Also ich mache das wirklich oft. Seht ihr das? Also wenn ihr praktisch euer Gesicht etwas anfeuchtet, meine Schätze, dann habt ihr einfach eine sehr, sehr viel wettere Grundlage, um noch ein bisschen mehr Highlighter aufzutragen. Ich finde das gerade ultimativ hübsch. So, den buffe ich jetzt ein bisschen aus. Und also der Highlighter ist der Shit, Leute. So, ich glänze wie ein Speckschwarte und ich habe jetzt auf jeden Fall noch sehr, sehr schöne Lippenprodukte bekommen. Ich habe jetzt einmal den Slay All Day also in einer Basic-Farbe. Der heißt Basic und habe hier noch Produkte bekommen. Das ist einmal der Glitter Switch. Der Glitter Switch ist ähnlich wie der Glitter Flip von Seattle London, den ich ja auch noch mitbekommen habe. Den werde ich jetzt nicht auftragen, weil ich möchte den Liquid Lipstick auftragen mit dem Gloss drüber irgendwie. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ein Glitter Switch Flip oder von Essence gibt es ja mittlerweile auch die Glitter Switch. Sie heißen ja zufällig, die heißen sogar gleich. Ihr lasst die praktisch einfach trocknen. Ich lasse das mal zu Präsentationszwecken einfach mal trocknen. Und ich nehme jetzt diesen, das ist ein selbstzuspitzender Lip Liner. Ich würde mir ein bisschen dunkler kaufen, glaube ich, damit praktisch dass es so ein bisschen umrandeter aussieht. Aber es ist ja jetzt nur zu den Präsentationszwecken, dass ich praktisch überhaupt ein Produkt davon testen kann. Und zwar super cremig, Leute. Super cremig und mega leicht zu arbeiten. Das sieht natürlich mega hell aus. Und ich habe hier noch zwei Produkte. Und zwar einmal einen Liquid Lipstick und einen Gloss. Und ich trage euch die Liquid Lipstick mal auf. Also die Farbe ist diese hier. Ich liebe solche Farben. Ich finde, diese Farben sind halt mega alltagstauglich. Jetzt muss ich aber euch mal was zeigen. Die waren ja alle eingepackt, die Sachen. Und ich habe die natürlich jetzt alle mal ausgepackt zum zeigen. Können wir mal bitte über diesen Gloss sprechen? Also dieser Gloss, ich stelle mir gerade vor, wenn ich das auf dem Auge tragen würde. Oh mein Gott. Lotte London bringt davon irgendwelche Liquid Eyeshadows raus. Das ist ein übelst krasser Gloss. Und ich trage jetzt. Ich habe damals über Lotte London erfahren, gerade über Jolina Menon. Jolina Menon hatte damals ein Video gemacht über Full Face of Lotte London. Sie war eigentlich auch begeistert von den meisten Sachen.
Und sie sagte damals, dass die Lippenprodukte ihr auch sehr gut gefallen. Ich kann auch verstehen, warum. Die sind ultra weich, trocknen aber sehr schnell. Ihr müsst schnell arbeiten. So, das war mal der Liquid Lipsticks in der Farbe TBT. Der fühlt sich sehr mußig an. Durch den Lip Liner sieht er jetzt auch leicht grau-lila stichig aus. Der trocknet auch schon, trocknet schon relativ schnell durch. Aber ich möchte definitiv noch ein bisschen Gloss in die Mitte geben. Und ich kann es einfach nicht lassen, den in die Mitte auszutragen. Lord Jesus. Oh Gott, Bob, 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 Bob. Wow. Das sieht aus, wie wenn ich übelst das metallische, wie heißt das, so metallisches Produkt auf den Lippen hätte, was wirklich aus dem Baumarkt stammt. So eine Art Lack oder so. Total geil. Ich mache mal geschwind meine Haare, mache mir ihr bisschen zurecht und komme dann sofort wieder. Ich habe die Haare mal ein bisschen hochgesteckt, weil es einfach so warm ist. Ich kriege hier bald einander Klatsche. Also, ich habe jetzt mal so die ganzen Produkte, zeige ich euch nochmal in der Reihenfolge, wie ich sie benutzt habe und sage euch mal meine ganz, ganz ehrliche Meinung darüber. Also, wir haben hier diesen Brow Architect. Ich finde den super. Also, er hält sehr gut. Er ist jetzt auch leicht angetrocknet. Wenn ihr noch ein bisschen Augenbrauengel, das habe ich halt von Lotte London jetzt nicht gehabt, ein Augenbrauengel, dann ist es einfach so, dass ihr wirklich super präzise damit arbeiten könnt. Es ist jetzt nichts Neues, weil diese spitze Form es ja schon gegeben hat. Aber wenn ihr praktisch ganz, ganz zart in eure Augenbrauen, das ist sogar ein Ticken heller und ihr seht trotzdem, dass meine Augenbraue wirklich, wirklich definiert ist, ausgefüllt und wirklich sehr gut aussieht. Ich mache sie manchmal kräftiger, aber dadurch, dass ich einen sehr soften Look habe, macht das jetzt diesmal gar nichts aus. Also den finde ich sehr, sehr gut. Das ist, wie gesagt, der Arch Rival Brow Artist, den finde ich super. Dann haben wir hier die Lidschattenpalette. Die Lidschattenpalette ist für mich etwas wenig pigmentiert, aber es kommt immer darauf an, was ihr halt mögt. Also ich zum Beispiel, ich bin halt ein sehr bolder Typ, also ich bin eher so die, also wirklich extreme Looks zaubert. Ich laufe auch damit sehr gut rum. Ich muss aber sagen, dass ich definitiv die weiter benutzen werde, weil ich zum Beispiel für die Arbeit einen eher softeren Look bevorzuge. Also ich mag da nicht so starke Looks oder irgendwelche Looks, die untragbar sind. Ich arbeite nun mal in einem Pflegeheim. Die Leute, ich arbeite als Nachtwache dort. Und da ist es zum Beispiel eher weniger angebracht, einfach zu krasse Looks zu tragen, weil die Leute in der Nacht sich einfach auch erschrecken, wenn man plötzlich vor einem steht. Ich muss halt sagen, dass die Schimmertöne mir super gefallen. Also es sind wirklich tolle Schimmertöne dabei. Sind wirklich satte Farben, was Schimmer angeht. Die Matten könnten ein bisschen pigmentierter sein. Was zum Beispiel auch eine coole Sache wäre, wäre, wenn die Pens in einem Quadratform kommen würden. Da müssten es noch nicht mal so viele Farben sein, vielleicht so 10 oder so. Aber einfach, ich komme so schwer mit meiner Pinsel rein. Das ist aber auch wieder nur mein Ding. Manche Mädels benutzen ja auch nur einen Pinsel und benutzen jetzt für alles. Ich bin halt very extra. Ich habe halt dicke Blenderpinsel. Und da ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen. Dann dieser Wingstamp. Ich finde den richtig geil. Also das ist der Stamp Liner von Lotte London. Stamp and Eyeliner Duo. Ihr habt ja wie gesagt auf der einen Seite diesen wirklich, wirklich coolen und sehr präzisen und ultra blacken Stift Eyeliner. Und habt dann praktisch noch die Möglichkeit, also eine Wing-Hilfe zu machen. Ihr habt ja in dem Video gesehen, dass ich das benutzt habe und ich fand das gar nicht blöd. Weil ich bin auch eigentlich, trotz dass ich mich sehr, sehr krass schminke, wie ihr das natürlich wisst, bin ich einfach ein Eyeliner-Anfänger. Ich mag Eyeliner nicht immer. Ich finde halt das sehr anstrengend. Ich kann mich nicht in den Augen kratzen. Ich habe immer so das Gefühl, dass es mir abgeht. Muss aber sagen, dass der Wing für mich perfekt geworden ist. Also er ist nicht zu dick und nicht zu dünn und ich würde den definitiv nochmal benutzen. Definitiv nochmal benutzen. Dann haben wir die Mascara. Die Mascara ist okay.
Ich kann euch allerdings nicht sagen, wie das natürlich aussieht, wenn jemand mega dicke und lange Wimpern hat. Da finde ich, würde die Mascara eine super, super schöne Bürste haben. Ich habe halt wirklich voll die verkümmerten Wimpern. Ich würde die mir auch niemals Extensions machen lassen, weil dann sind die wenigen, die ich habe, auch noch weg. Und ich finde die an sich in Ordnung, aber ich kann halt leider sehr, sehr wenig darüber aussagen, weil ich einfach furchtbare Wimpern habe. Dann zum Beispiel der Primer. Den Primer finde ich super smooth auf der Haut. Also er wirkt wirklich gut. Er ist illuminating, also meine Haut ist nicht todmatt. Also außerhalb des Blinding Highlighters habe ich wirklich eine sehr gesunde Haut. Sie sieht auch nicht trocken aus. Also ich sehe wirklich die Foundation, zu der wir gleich kommen, muss ich auch sagen, Hammer. Also der Primer. Ich habe noch nie irgendwas von Lotte London gehabt. Ich werde hier nicht für bezahlt. Ich habe lediglich von der lieben Frau Luft die Sachen zugesendet bekommen und war einfach sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, eine Marke auszutesten, wo ich noch leider nichts von hatte. Ich bereue es eigentlich ein bisschen, weil es einfach echt schade ist, weil ich habe so viele geile Sachen jetzt entdeckt. Den Primer werde ich definitiv weiter benutzen, weil er einfach sehr, sehr, sehr schön ist. Und jetzt mal zu meines Erachtens dem besten Produkt, was ich jetzt hier getestet habe, neben der Highlighter-Palette, die Foundation, und zwar die Medium Coverage Matte Foundation in der Farbe Golden. Ich habe, wie gesagt, zwei Farben ge ge gekriegt. Ich hätte jetzt zum Beispiel diesen auch als Concealer-Ton nehmen müssen. Muss aber sagen, ich will jetzt auch jetzt bei so einem sehr heißen Wetter jetzt keinen starken Concealer nehmen, weil ich einfach finde, das creased halt so schlecht und das sieht halt einfach furchtbar aus. Ich finde halt, dass die Foundation wirklich super mattierend ist, super schön auf der Haut liegt. Die Produkte, die ihr drauf tragt, sind wirklich sehr, sehr glatt und sauber drüber gegangen. Also ihr habt jetzt nicht irgendwelche komischen Stellen gehabt, wie dass der Rouge plötzlich flaky wird oder irgendwelche Flecken entwickelt. Gar nicht. Die Foundation fand ich sehr, sehr gut und würde ich mir definitiv nochmal nachkaufen. Dann auch, was ich sehr schön fand, ist die Farbe des Blushes. Also ich mag die Farbe Zayn wahnsinnig gern. Also Zayn ist halt so ein richtig schöner Ton, den ihr halt als Alltagston nutzen kann. Das werde ich definitiv weiter benutzen. Das ist ein super schönes Produkt. Verpackung finde ich auch mega verspielt und süß. Also mit so, ihr seht es ja, mit so kleinen Herzchen und total. Ich finde auch die Schrift von Lotte London wahnsinnig schön. Also auch das Packaging. Ich fand es keines der Packagings zum Beispiel irgendwie unanspruchsvoll oder irgendwie billig oder so. Eigentlich gar nicht. Dann, der Shimmer Squad ist die Scheiße, der Shit, sag ich euch. Also, ich habe mir ein bisschen geholfen, weil ihr müsst natürlich, das habe ich vergessen, über euer Gesicht, um es praktisch nicht todmatt wirken zu lassen, auch immer wieder mal, ich habe jetzt hier Mario Badescu Facial Spray. Und wenn ihr, ich habe jetzt erstmal eine Schicht aufgetragen. Dann habe ich ein praktisch sowas wie ein Fix Plus drüber gegeben, dass praktisch diese Konsistenzen sich miteinander verbinden. Und dann gebt ihr praktisch nochmal den Highlighter drüber. Der Highlighter sitzt überhaupt nicht auf der Haut, sondern verschmilzt in eure Complexion. Ich habe unfassbaren Glow oben in der Augenbraue, hier an der Backe, auf der Nasenspitze. Ihr könnt ja zum Beispiel jetzt hier übers Lippenherz, seht ihr das? Seht ihr das? Übers Lippenherz ein bisschen was. Das macht optisch nochmal die Lippe ein Stück breiter und etwas voluminöser, was Gott sei Dank ich nicht brauche. Aber jetzt ist sie natürlich Schlauchbootgröße. Und ich habe jetzt wirklich ganz, ganz tolles Produkt. Bei Rossmann gibt es ja auch zum Beispiel immer wieder so tolle Coupons, 10% oder so Aktionen, wenn ihr Highlighter Foundation 20, 25% reduziert bekommt, dann kauft euch die Sachen, weil es ist mega geil, was, also in diesem, also ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht. Was mir gerade eingefallen ist, was ich noch machen könnte. Ich nehme jetzt mal diesen Schwammapplikator und gehe mal in den hellsten Ton. Ich kann ihn leider ja nicht in meinem Gesicht tragen. Aber oh, ich kann ihn aber als Inner Corner Highlight tragen. Ah, du heiliger Schein. Also, ich habe auf jeden Fall den krassesten Inner Corner gefunden. Also das ist richtig geil, warum bin ich eigentlich vorher auf die Idee gekommen. Ich mag diese Palette wahnsinnig gern. Ich hätte sie auch privat mir mal angucken können. Ich habe die, wie gesagt, mal bei der Jolina gesehen, habe aber gesagt, ich habe so viele Highlighter, aber wow. Zu den Lippenprodukten, da hatte ich ja zwei, genau zwei. Der Lip Liner ist sehr cremig, sehr schön. Nicht so spektakulär, weil in der Drogerie gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Lip Liner.
Aber den würde ich definitiv weiter benutzen. Er ist halt nur ein bisschen hell, aber das macht nichts. Es geht ja nur damit, dass eure Lippenprodukte nicht ausbluten. Und ich habe jetzt hier den Slay All Day auf den Lippen getragen. Das ist praktisch dieser matte Lippenstift. Sehr, sehr komfortabel. Ich werde mir definitiv noch ein paar andere Farben holen. Und zwar ist das jetzt die Farbe TBT. Die Marke ist auch cruelty-free, also keinerlei Tiere werden dafür gequält, irgendwie benutzt oder praktisch zu Testzwecken missbraucht. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist auch der Grund, warum ich ein Video für Lotto London sehr, sehr gerne gemacht habe, weil ich einfach sehr, sehr stark hinter der Marke stehe, weil sie einfach keine Tiere dafür verwendet und auch sie nicht quält, tötet oder missbraucht dafür, dass sie einfach dieses Make-up herstellen. Das ist auch ein Appell, den ich an euch treibe. Ich habe wirklich auch Produkte von Maybelline, L'Oréal, die ich wirklich sehr gut finde, aber jetzt nicht in dem Maße wie jetzt andere. Wenn ich aber eine Marke sehr, sehr gut finde und mehrere Lippenfarben davon habe, sollte sie 100% cruelty-free sein, weil ansonsten würde ich die definitiv nicht supporten, weil mittlerweile habt ihr so viele Optionen, andere Produkte zu kaufen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Dann habe ich hier nochmal ein Produkt, das ist jetzt hier auf meinem Handrücken getrocknet. Das ist dieser Glitter Switch. Der Glitter Switch ist praktisch ein Lippenstift, dass wenn ihr den auftragt und über eure Lippen gebt, der so glitzert. Also ihr seht ja praktisch, das ist jetzt ganz matt. Und jetzt reibe ich praktisch da drüber. Und ihr seht ja, der hat jetzt praktisch einen Sheen bekommen. Umso mehr ihr praktisch drüber reibt, umso mehr seht ihr auch, dass der so einen Glitzer-Schimmer-Effekt bekommt. Ich mag diese Produkte sehr gerne. Sie trocknen etwas die Lippen aus, aber gerade jetzt im Oktober ist ja zum Beispiel Halloween. Da finde ich zum Beispiel solche fancy Produkte wirklich, wirklich richtig cool. Und was ich auch sagen muss, dieser, ich sag jetzt mal, das ist so ein Lip-Topper, aber der Lip-Topper ist matt austrocknend. Ich habe noch nie, und ich laber das jetzt nicht, weil ich das geschenkt bekommen habe, so einen krassen Lip-Topper gesehen in der Drogerie. Ich habe von der Marke Jouer zwei Lip-Topper, und zwar einmal den von Jeffree Star und einmal den Sweetheart. Die sind auch schon richtig krass, aber das ist der Hammer, sage ich euch. Ich komme jetzt mal kurz nochmal zurück. Und zwar habe ich mir gedacht, weil ich habe das Make-up heute gegen etwa 9:30 heute Morgen aufgetragen und wollte euch mal so ganz grob zeigen, wie es jetzt nach etwa, jetzt ist knapp kurz vor 6 Uhr abends, weil ich gehe jetzt gleich zur Arbeit und habe jetzt nur ganz geschwind den Liquid Lipstick umgeswitcht und zwar in einen Essence Color Boost Vinylicious, auch ein sehr, sehr toller Gloss. Ich trage den fast jeden Tag, weil ich einfach gerade finde, dass diese glossigen Konsistenzen wahnsinnig gut aussehen. Ich wollte, wie gesagt, euch mal ganz kurz zeigen, wie meine Haut aussieht. Foundation on point. Also ich komme mal ganz nah ran, ja. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie gut die Haut aussieht. Also es ist wirklich überhaupt nichts in die Poren gekrochen oder irgendetwas. Der Highlighter, Leute, ist noch viel mehr in meine Haut gesunken und noch sehr viel weicher und weichzeichnender, wie es vorher gewesen ist. Der Lidschatten bin ich im Prinzip jetzt auch nicht sauer, weil der hat sich unnormal gut gehalten. Also ich habe jetzt überlegt mal, jetzt fast 8 Stunden, 8,5 Stunden ist das ja ein Wear-Test. Ich habe jetzt natürlich hier, seht ihr mal, die Foundation hat sich ein bisschen abgetragen. Aber ihr dürft nicht so streng sein mit Foundations, weil Foundations bei, ich habe jetzt gerade knapp 35 Grad draußen, dass ich überhaupt einigermaßen so aussehe und dass ich nicht davonlaufe vor lauter Craziness, ist schon echt ein Wunder. Ich, wie gesagt, bin Lippenprodukte haben sehr gut gehalten, nur er war mir jetzt praktisch ein bisschen zu trocken. Ich war gegen 15:30 Uhr einkaufen geschwind, habe mir den kurz weggemacht, weil ich einfach diese matten Liquid Lipsticks, der hat sich die 5 Stunden davor sehr gut getragen. Es sah wirklich gut aus. Ich zeige euch mal am Bild, wie ich jetzt praktisch von der Seite aussehe und so, falls ihr es nicht genau sehen könnt. Es ist wirklich ein tolles Hautbild. Es sieht wahnsinnig schön aus. Ich kann damit problemlos aus dem Haus gehen, aber am meisten beeindruckt hat mich der Highlighter. Der Highlighter hat sich wirklich so derart gut an die Haut angepasst, dass ihr null starke Übergänge seht. Ihr habt einen ganz tollen Reflekt. Der Inner Corner Highlighter hat sich auch gut getragen. Der Lidschatten, ich hoffe, ihr könnt das sehen, der hat sich auch gut gemacht. Also ihr seht ja, dieser Schimmer, also diese Produkte von Lotte London haben sich sehr gut in die Haut gearbeitet sozusagen. Nicht, dass es jetzt irgendwas Schlechtes ist, sondern wirklich was Gutes. Weil ihr habt praktisch die Highlighter, die praktisch sehr smooth und sehr weich auf eurem Gesicht aussehen. Ich hatte auch oft Highlighter, die aussehen wie ein grauer Strich, der oben drauf liegt. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Das ist auch nichts,
nichts, was ich empfehlen würde. Aber der Highlighter hat sich sehr gut getragen. Die Augenbrauen, muss ich auch sagen, hat mich auch sehr beeindruckt, weil der Augenbrauenstift sehr, sehr langanhaltend ist. Also ich habe sehr natürliche Augenbrauen, aber es hat sich nichts abgetragen. Ich habe natürlich ein Augenbrauengel drüber getragen. Der Eyeliner, Leute, bin ich super begeistert von, weil der Eyeliner, ich wisch frei immer, um den Fokus zu setzen, der Eyeliner ist echt wasserfest. Also er ist total waterproof. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist das ein wirklich tolles Ergebnis. Also ich habe, wenn ich High-End-Make-up auftrage, was heißt ich Too Faced, Hourglass oder so, habe ich ehrlich gesagt auch kein schöneres Ergebnis. Ich habe meine Brille getragen. Das könnt ihr hier sehen, beziehungsweise könnt ihr es nicht genau sehen. Es war jetzt sehr einfach, mit meinen Fingerspitzen einfach jetzt nur ein bisschen an dem Nasenrücken das Make-up wieder zurechtzurücken. Und ich konnte wieder praktisch ohne Brille damit rumlaufen, weil ich brauche während des Autofahrens keine Kontaktlinsen, sondern eher eine Brille, weil es sonst einfach zu schwer ist auf meiner Haut. Aber im Großen und Ganzen, zwei Daumen hoch, mega geiles Produkt. Also ich bin mega begeistert und kann eigentlich nur Schlechtes sagen. Die Mascara hebt. Sie ist auch noch, hat meine mickrigen Wimpern auch in Schwung gehalten. Aber Augenbrauenprodukt, Foundation, Lippenprodukte, also das davor. Und der Highlighter, super, super schön. Und auch der Lidschatten. Nach 8 Stunden sieht er noch echt in Ordnung aus. Der Schimmer ist zu sehen. Es ist jetzt auch nichts runtergebröckelt oder so. Also ich bin wirklich, wirklich sehr begeistert. Wie gesagt, ich wollte auch noch mal ganz kurz zurückkommen, um euch das zu zeigen, weil frisch aufgetragenes Make-up sonst immer etwas blöd aussieht. Ihr seht es ja. Leider habe ich jetzt halt keinen Bronzer gehabt. Also der Bronzer, den ich getragen habe, war ja der von Essence. Der ist aber auch sehr gut auf der Haut draufgelegen sozusagen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieser Rückblick euch ein bisschen was hilft, ein bisschen auszusortieren, welche Produkte euch gefallen. Nicht vergessen, Daumen da lassen und abonnieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video am Freitag wieder, beziehungsweise am Mittwoch. Ich werde jetzt praktisch Mittwoch, Freitag und Sonntag hochladen. Extra Videos gibt es an einem Samstag, weil am Mittwoch, Freitag und Sonntag, da habe ich jetzt dreimal die Woche. Das ist auch wirklich eine gute Contentzahl. Und ich habe euch wahnsinnig lieb, meine Lieben. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald im nächsten Video wieder.